Hallo meine Lieben, herzlich willkommen an diesem ersten Montag im Jahr 2022. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt alles gut überstanden, die Feiertage, Jahreswechsel, das Wochenende mit dem Neumond im Steinbock. Und jetzt wollen wir mal gemeinsam schauen, wie die neue Woche für uns startet, was es Interessantes für uns zu erfahren gibt. Ich habe mir heute mal gedacht, ich werde eine Karte aus dem Deck Entfalte dein Selbst herausmischen. Wir haben dann ein zentrales Hauptthema für diesen Wochenstart und aus dem Epic Light Lenormand werde ich dann um 4 Klärungskarten bitten, um zu sehen, um was könnte es sich denn jetzt drehen, was ist für uns wichtig zu wissen jetzt zum Beginn dieser neuen Woche. Und am Schluss gibt es heute mal wieder eine Eulenbotschaft für uns. Also meine Lieben, welches Thema könnte anstehen jetzt an diesem Wochenbeginn? Seht ihr was? Eine Karte wollte sich da schon fast herausschmuggeln, aber die soll scheinbar noch nicht sein. Es war mir nicht leicht, die großen Karten zu mischen. Eine Botschaft bitte. Oh, Donnerwetter, das sind 2. Okay, ich soll die beide nehmen, na, da bin ich gespannt. Schauen wir mal, wir haben einmal Grenzen. Erkenne, dass du Schutz brauchst. Okay, hier geht es um Grenzen setzen. Vielleicht erlebst du gerade eine Situation in deinem Leben, wo du merkst, dass es für dich sehr wichtig ist, Grenzen zu setzen. Ja, das könnte als herausfordernde Aufgabe jetzt auch zum Wochenbeginn auf dich zukommen. Erkenne, dass du Schutz brauchst. Was ich hier aber auch sehr stark fühle, ist, dass es eventuell einen Energieräuber in deiner Umgebung geben könnte. Vielleicht bist du umgeben von Menschen oder von einer Person, die energetisch im Moment versucht, bei dir anzudocken. Also das kann auch jemand sein, zu dem du gar keinen Kontakt hast, ja. Gerade in den Seelenpartnerschaften ist das ja ein großes Thema. Wer das Reading gestern von mir und Micha gesehen hat, zur Energie im Kollektiv, jetzt mit diesem Neumond, ja, der wird verstehen, was ich meine. Also da könnte Energieübertragung vielleicht eine Rolle spielen. So spüre ich das. Wir schauen uns mal die andere Botschaft an. Schicksal, mache dich bereit für die Erfüllung. Also es wollten scheinbar beide Karten zu uns kommen. Es könnte etwas Schicksalhaftes auf dich zukommen. Es ist aber wichtig, dich abzugrenzen. Okay, 2 sehr unterschiedliche Energien. Dann machen wir das so. Dann bitte ich jetzt um 3 Klärungskarten zu den Grenzen und um 3 Klärungskarten zum Schicksal. Also, du brauchst Schutz. Erkenne, dass du Schutz brauchst. Wer könnte hier versuchen, deine Grenzen zu durchbrechen? Also es ist ganz wichtig, in dir selbst verankert zu sein. Der Anker steht für deinen Selbstschutz auch, ziehe dich immer wieder in dich zurück. Was mir hier gleich auch in den Sinn kam, ihr wisst ja, eine meiner Lieblingsübungen, wenn wir das Gefühl haben, dass uns energetisch jemand andockt, ist dieses Setzen unserer selbst in eine goldene Kugel aus Licht. Ja? Wenn du das Gefühl hast, da feuert jemand dauernd irgendwelche Energiepfeile auf dich ab und du möchtest das nicht, dann visualisiere eine goldene Kugel aus Licht um dich. Und stell dir einfach vor, wie die Energiepfeile an dieser Kugel außen abprallen und dann sende sie demjenigen, der sie abschießt, liebevoll wieder zurück. Und dazu kannst du noch aussprechen, ich bin in meiner Energie, du bist in deiner Energie. Ja? Und das hat natürlich viel mit Verankerung in dir selbst zu tun, denn du brauchst dazu vielleicht auch mal eine Minute Rückzug. Was ich aber auch wahrnehme, es könnte eine Arbeitssituation sein. Der Anker steht auch oft für den Beruf. Vielleicht ist es im Moment von dir gefordert, dass du beruflich für dich einstehst, Grenzen setzt. Das, was du in dir fühlst, auch nach außen trägst. Das könnte auch der Fall sein. Wir schauen mal noch 2 weitere Karten, bitte. Für die Grenzen. Um was könnte es hier gehen? Um Grenzen zu setzen, auch anderen Menschen gegenüber, muss ich immer gut in mir verankert sein. Ja, wir haben schon 2. Ja, da ist der Konflikt, die Routen gefallen und der innere Frieden, Lilie oder auch Familie. Okay,
Wir schauen uns noch die Unterseite dazu an, die Fische. Gut, wir bleiben mal kurz in der Berufsgeschichte. Es könnte sein, dass es hier um die Finanzen geht. Vielleicht geht es darum, dass du gerne eine Gehaltserhöhung hättest oder dass du vielleicht mit etwas abgespeist wirst in vertraglicher Hinsicht, was deinen finanziellen Ansprüchen nicht genügt oder wo du sagst, nee, da würde ich mich unter Wert verkaufen, dann wäre es ganz, ganz wichtig für dich einzustehen, Grenzen zu setzen, da könnte es auch Konflikte darüber geben, ja, um dann nämlich gestärkt und im Frieden mit der Situation herauszugehen. Es könnte eine Seelenpartnerschaft dahinter stecken, die Fische auch eine der Seelenpartnerkarten, ja, vielleicht dockt wirklich dein Seelenpartner momentan energetisch stark an dir an und es bringt dich ein bisschen aus deinem inneren Gleichgewicht, ja, dann wäre es auch sehr, sehr sinnvoll, diese Übung mit der goldenen Kugel zu machen. Und ich habe noch einen Impuls, es könnte auch ein Konflikt in der Familie sein, ja, denn die Lilien stehen oft für Familie, für Konflikte, Grenzen setzen. Vielleicht auch geht es hier auch um finanzielle Aspekte. Das Wort Erbschaft kommt mir gerade in den Sinn. Vielleicht gibt es irgendeinen Konflikt, der jetzt auch über Weihnachten neuer entstanden ist in der Familie bezüglich Finanzen. Das wäre auch möglich. In jedem Fall, und das ist die Hauptbotschaft dieser Karte, geht es darum, für dich einzustehen, denn irgendetwas könnte jetzt zu Beginn der Woche deinen inneren Frieden ein bisschen ins Wanken bringen und dann ist es umso wichtiger, dich abzugrenzen, die Energie der anderen Menschen wirklich von dir wegzuhalten, nicht zu absorbieren. Ja, diese Übung ist super gut dazu geeignet und wenn es um eine Seelenpartnerschaft geht, wenn du dich da jetzt wiederfindest, habe ich noch einen Tipp für dich, was auch eine sehr gute Übung ist. Ihr kennt ja diese liegende 8, ja, die oft als Unendlichkeitssymbol genommen wird. Und dann begibst du dich kurz ein, zwei Minuten in eine Meditation, machst die Augen zu, atmest ein paar Mal tief durch und dann stellst du dir diese liegende 8 vor. In der einen Hälfte der 8 sitzt du und in der anderen Hälfte der 8 sitzt dein Gegenüber, also von dem du dich energetisch lösen möchtest. Das geht im Übrigen auch mit unerwünschten Verhaltensweisen. Wenn du beispielsweise aufhören möchtest zu rauchen, dann setzt du dich in eine Hälfte, in die anderen setzt du die Zigaretten. Ja, also das kann man mit allem Möglichen machen, von dem man sich lösen möchte. Und dann, wenn du diese liegende 8 ganz deutlich vor dir hast, erhebst du in Gedanken ein Lichtschwert und trennst diese 8 in der Mitte durch. Und die Hälfte, in der du sitzt, holst du dann gedanklich zu dir, integrierst sie in dein Herz, also wie wenn du diese Hälfte nimmst und in dein Herz einfließen lässt. Und diese andere Hälfte lässt du nach oben so quasi ins Universum verschwinden. Du brauchst keine Angst haben in den Seelenpartnerprozessen. Du wirst dort keine liebevollen Gefühle oder sowas trennen. Ja, weil manche dann sagen, ja Uli, wenn ich das jetzt mache, nicht, dass dann mein Seelenpartner irgendwie die völlige Verbindung zu mir verliert. Nein, nein, da geht es nur darum, unerwünschte energetische Verstrickungen zu lösen. Ja, aber wie gesagt, das kannst du auch machen, für Verhaltensweisen, die du ändern möchtest, ja, oder ja, für alles Mögliche, für Glaubenssätze, die dir nicht mehr gut tun. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Hier, das Schicksal. Mache dich bereit für die Erfüllung. Vielleicht, deswegen sind die Karten eventuell auch gemeinsam gefallen, ist es ja so, dass wenn du die Aufgabe hier annimmst, ja, diese Grenzen zu setzen und zu wahren, ganz gleich, um was es jetzt für dich geht, wird das eine schicksalhafte Auswirkung haben. Ja, dass es sozusagen eine Aufgabe ist, die jetzt zu Wochenbeginn hier für uns ins Kollektiv kommt. Und wenn wir diese annehmen, für uns einstehen, uns abgrenzen, klar in uns verankert bleiben, dass sich dann eine schicksalhafte Veränderung, in welchem Punkt deines Lebens auch immer, ergeben wird. Wir schauen mal. Schicksalhafte Veränderung. Oh, es
könnte um Beziehungen gehen, aber auch um einen Vertrag. Also wir können hier auch wieder in der Berufsebene den Ring als Vertrag sehen. Wäre jetzt sehr passend zu den Finanzen, dass du da für dich einstehen darfst, deine Bedürfnisse auch ganz klar kundtun darfst. Für die Liebe könnte es durchaus so sein, dass zu Wochenbeginn eine Situation auf dich wartet, in der du dich ganz klar abgrenzen darfst, für dich einstehen darfst und dass sich dadurch dann in dieser Beziehung Veränderungen ergeben. Auch für Familienbeziehungen, für Freundschaften wäre das möglich. Ich nehme mal die Karte und die zwei mische ich nochmal rein. Der Bär ist gefallen für deine Kraft. Je mehr du also in dir selbst, der Bär ist ein bisschen verwandt mit dem Anker, in dir selbst ruhst, für dich einstehst und voller Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes vertrittst, was du für dich als deine eigenen Werte erkannt hast, desto größer ist die Chance, dass sich schicksalhafte Veränderungen zu deinen Gunsten ergeben. So höre ich das, meine Lieben. Donnerwetter. Das ist mal ein Wochenbeginn. Diese Steinbock-Energie, die hat uns Kraft geschenkt, für uns einzustehen, unsere Belange klar zu kommunizieren, zu sagen, was wir möchten und was wir nicht möchten. Und das wird scheinbar jetzt von einigen von uns gefordert zu Beginn der Woche. So, eine Karte noch, jetzt lassen Sie sich aber bitten. Eine Karte bitte noch, hoppla. Fällt sie mir in den Schoß, da schaut an. Die schicksalhafte Veränderung fällt dann noch per se aus dem Deck. Deine Kraft, dein für dich einstehen, dein Abgrenzen, schaut mal das Herz, führt dazu, dass schicksalhafte Veränderungen möglich sind. Also obwohl wir es auch auf den Beruf deuten können, Familienbeziehungen, dann würde ich das Herz jetzt als Gesamtenergie für die Liebe zu dir selbst sehen, ja, für deine Selbstwertschätzung, dich nicht unter Wert verkaufen. Aber es liegt natürlich sehr nahe, dass es auch um die Liebe geht, dass dieses jetzt einmal Grenzen setzen, den anderen in die Schranken weisen, auch wenn es nur energetisch ist, zu sagen, nein, dock du mal nicht an mir an, ich bin nicht deine Energietankstelle, dass das zu schicksalhaften Veränderungen in der Liebe führen kann. Eine Beziehung wird gestärkt, höre ich. Kraftvolle neue Beziehungen entstehen. Vielleicht musst du auch dich von etwas Altem komplett lösen und abgrenzen, um was ganz Neues in dein Leben einzuladen. Das könnte auch möglich sein, eine neue Liebe, eine kraftvolle Beziehung, die schicksalhaft zu dir kommt. Ja? Wenn du Altes, was dich ausgelaugt hat, was dich belastet hat, ja, das passt auch sehr gut im Übrigen gestern zu dem Seelenpartner-Reading, zu dem Kollektiv-Reading zur Mondenergie, wenn du das jetzt hinter dich lässt, wer es gesehen hat, da lag im Tarot der Wagen an der Unterseite, ja, da geht es darum, jetzt wirklich nach vorne zu starten, loszulegen im neuen Jahr und das, was uns belastet, da lagen die 10 Stäbe, zurückzulassen. Sehr interessantes Reading, meine Lieben, wie sich das jetzt entfaltet hat, sowas liebe ich, so ganz intuitive Legungen, ja, wo man dann wirklich auch ganz wertvolle Eingebungen und Botschaften bekommt, die jetzt augenscheinlich erstmal gar nichts miteinander zu tun hatten, die Karten, und dann wird doch so ein Schuh draus, ne? So, jetzt bin ich gespannt auf die Eule. Welche Eule möchte jetzt zum Wochenbeginn noch zu uns kommen? Eine Eule bitte noch. Eine Eule bitte noch. Die Eulen sind auch noch nicht angekommen im neuen Jahr, doch. Ups. Namaste, das Verrückte in mir grüßt das Verrückte in dir. Wir dürfen ab und zu, meine Lieben, ein bisschen verrückt sein, ja? Und vielleicht ist das auch ein Hinweis, dass etwas geschehen könnte, womit wir noch gar nicht rechnen. Vielleicht möchte dir diese Eule auch sagen, vielleicht lebst du in einer Situation, wo du gedacht hast, und wenn ich mich auf den Kopf stellen würde, glaube ich nicht daran, dass das und das für mich passiert. Und so verrückt das Ganze aussieht,
Doch, passiert es. Denn die Schicksalskarte in diesem Deck, ja, ist schon eine Karte, die anzeigt, dass etwas eher Unerwartetes, Verrücktes passieren könnte. Und wenn diese Eule heute zu uns kommt und sagt, pass mal auf, das Verrückte in mir grüßt das Verrückte in dir, dann fühle ich das so, dass wir uns wirklich auf Dinge, Ereignisse, schicksalhafte Begegnungen oder Entwicklungen gefasst machen dürfen, wenn, da müssen wir nochmal dahin gucken, wenn wir die Aufgabe annehmen, für uns einzustehen, Grenzen zu setzen und das nach außen zu bringen, was in uns ist. Ja, meine Lieben, ein wunderschönes Reading, wie ich finde, für diesen Wochenstart. Ich bin froh, dass die beiden Karten gefallen sind, denn dadurch ergab sich jetzt wirklich eine schöne Szene und ich bin gespannt, wie ihr damit in Resonanz gehen könnt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Bitte empfiehlt unsere Videos, auch teilt die Videos, dass unsere Heart and Soul Family einfach noch ein bisschen weiter wächst. Das wäre super lieb. Wir begrüßen jeden neuen Abonnenten bei uns und freuen uns und sind sehr dankbar für unseren Kanal. Ja, habt nun einen guten Start in diese erste Woche des neuen Jahres und ich sende euch ganz liebe Grüße aus Mallorca. Die Uli. Tschüss.